Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Heute mit einem kürzeren Part, in dem ich mir eure Helden angucken werde. Und da es keine neuen Freundschaftsanfragen gibt, werde ich mich heute mal auf die alte Familie stürzen. Beziehungsweise, was heißt hier alt? Wir sind ja noch kein alt zusammengelegter Haufen. Aber naja, ich werde mir heute mal, da ich beim letzten Mal sehr viel, beziehungsweise mir nochmal alle mit den hohen Rängen angeguckt habe, damit anfangen, die Helden mit den niedrigsten Rängen vorzustellen. Ja, und ich fange dann bei 1 an. Sind relativ wenig Helden. Ich möchte die Ränge so von 1 bis 3 machen. Das heißt, 2 fällt weg, weil wir keine auf 2 haben. Auf 4 haben wir wieder ein paar mehr und damit ich das so ein bisschen besser zeitlich einteilen kann, werde ich euch dann in einem anderen Part vorstellen. Und je nachdem, ich glaube immer so im Wechsel, mal unten, dann die Ränge oben, dann wieder die Ränge unten, dann wieder die Ränge oben, bis sich das in der Mitte trifft und wir einmal durch sind. Und hoffentlich wird sich das zwischenzeitlich nicht zu krass vermischen mit denen, die neu dazukommen. Aber ja, ich versuche das einfach irgendwie zu regeln. So, und wir fangen an mit Kanagan. Wie möchtest du ausgesprochen werden? Falls du denn noch schaust, du hast dich jetzt seit über 4 Wochen nicht mehr eingeloggt. Vielleicht ist es ein zweiter Account. Naja, ansonsten angefangen zu spielen und war es vielleicht nicht so. Zur Neulingshilfe sind ja viele eingestiegen. Wohl, also sonst hätte ich dich, glaube ich, schon vorgestellt. Und ich weiß, ich habe kein Eibel vorgestellt. Also bist du auf jeden Fall schon ein ganz kleines bisschen länger da. So, wir sehen hier schon mal nicht wie bei den meisten, dass es direkt schon mit dem Max-Level losgeht, sondern Level 25. Der Gute ist also noch im Training. Ich nehme an, du hast den so beschworen und nicht extra hochgezogen. Aber ja, ich habe so viel Positives über Eibel jetzt nicht unbedingt gehört, also dass er besonders stark ist oder besonders gut. Nicht mal, dass er zum Verfüttern groß genutzt wird. So, und die Kriegerlanze ist sein Good-to-Go-Kram. Spezialattacke, heiliges Gewand und Aegis. Produziert Schaden durch Angriffe von 2 Felder entfernt stehender Gegner um 50%. Ja, das ist ordentlich. Oh. Und KP Plus kann man auf jeden Fall nutzen. Also für die Anfangszeit, wenn ihr nicht unbedingt schon extra die Fähigkeitspunkte spart und sagt, okay, ich will, dass mein Held trotzdem gut steht, oder ihr wisst, ihr wollt den nicht unbedingt speziell aufbauen und habt dann sowieso die Chance, die Fähigkeitspunkte reinzubuttern, ja, da finde ich KP Plus eigentlich ganz okay. Schwertbrecher, nice, nice. Ah doch, ich glaube, wenn, dann, also ich habe meinen Eibel nur aus Sammlergründen wahrscheinlich nicht verfüttern wollen, aber für den Schwertbrecher kann sich das doch eigentlich schon lohnen. Aber ja, damit steht er auch so als, upsa, das war mein Handy, so wie er gebaut ist, nicht schlecht da. Also gerade so für die Anfangszeit eine Einheit, mit der ich sagen würde, sich auch gut spielen lässt, bevor man so wirklich sich schon damit auseinandergesetzt hat, welches Team möchte ich irgendwann haben, wie möchte ich das aufbauen und ja, all das. So, dann haben wir für den Part nur noch auf Rang 3, na, wo bist du? Ampums. Ich hoffe, ich habe das irgendwie richtig ausgesprochen, den Namen. Mit der Hohepriesterin Sanaki. Auch 5 Sterne, auch noch im Training Level 30. Cymbeline, okay. Das ist ja ein cooler Name für ein Magiebuch. Leitet diese Einheit einen Kampf ein, erhalten Verbündete auf benachbarten Feldern beim nächsten Zug Angriff plus 4. Oh. Das ist ja nice. Also ich habe bisher Sanaki so überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe sie weder irgendwo beschworen, noch habe ich sie groß im Einsatz in Kämpfen gesehen.
Daher nicht schlecht. Harscher Befehl verwandelt negative Effekte beim Angriffsziel in Boni. Kann auch ganz praktisch sein, aber ich sehe es auch eher als Fähigkeit, die eher seltener benutzt wird. Sonst noch keine Spezialfähigkeit, kein A, kein B. Muss ja wie gesagt auch nicht sein. Da kann man sich Zeit lassen und auch überlegen, wie man denn seine Fähigkeiten ruhig einsetzen möchte. Dreiecksadept. Richtig gut. Kann mir vorstellen, dass sie das standardmäßig schon so auf Lager hat. Und ja, es so nicht mit aktiviert wurde, weil erstmal die anderen Fähigkeiten so komplett aufrüsten, würde ich sagen. Ja, man hat ja auch die Wahl. Möchte man jetzt erstmal alles einmal belegen und dann erst aufrüsten oder macht man das mit einer Fähigkeit erstmal durch? Ist ja, steht ja auch jedem offen. Ich bin nur wie gesagt der Typ, der sich dann sagt, okay, ich aktiviere alles auf jeden Fall schon mal erstmal und aufrüsten kann ich dann immer noch im Nachhinein, damit ich zumindest schon so ein bisschen in den Genuss der Fähigkeiten komme. Ja, und ansonsten habe ich hier natürlich nicht viel mehr zu erzählen. Leider, wie gesagt, habe ich zu Sanaki eigentlich keine Verbindung. Aber schön zu sehen, dass du dich auf jeden Fall noch einloggst. Zuletzt gespielt vor einer Woche. Ich finde, das geht auf jeden Fall trotzdem vollkommen in Ordnung. Also, ja, ja. Sind jetzt nicht alle so Hardcore-Suchtis wie ich oder manch anderer, die wirklich, wo man dann echt so ablesen kann, okay, war vor ein paar Minuten online oder teilweise heute, da war ich den ganzen Tag am Trainieren, da kann man dann, oh, Creeplay war auch erst vor 5 Minuten wieder on. Ja, also dass es dann so aussieht und man sich denken kann, ja gut. Dies auf jeden Fall aktiv dabei. Naja, aber ist ja auch nicht schlimm. Man braucht ja auch Zeit und wenn, oh Gott, ja, die Zeit. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit in dieses Spiel fließt, das ist natürlich nicht ohne. Da kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand mehr was anderes zockt, also mehr am PC tätig ist und zum Beispiel für MOBAs trainiert, das frisst ja auch ganz schön viel Zeit. Hm? Oder alleine schon ein richtig fettes RPG. Da vergisst man vielleicht auch gerade, wenn man voll drin ist, sich am Handy mal in Fire Emblem einzuloggen. Wobei, am Handy geht ja noch, das kann man ja dann noch auf dem Weg zur Bahn oder, keine Ahnung, 5 Minuten Pause, auf dem Weg, auf der Arbeit, zum Klo, sonst überall mal ganz kurz machen. Aber wenn du nur am Handy spielst, nicht am Handy, am PC spielst, am Emulator, was machst du dann? Dich bei Blizzard irgendwo einloggen oder nochmal den Emulator anschmeißen. Also ich kann schon verstehen, dass da so manch einer vergisst, so oft Mist, ja, da war ja was. Ich vergesse auch ganz viele Sachen. Meine Güte, die Spiele, wo ich schon ständig vergesse, mich einzuloggen, weil ich mir dachte, doch so, ja, ich nehme das ganze Gratis-Zeug so fürs tägliche Einloggen oder regelmäßig spielen alles mal mit, weil, ja, wäre ja blöd, das nicht mitzunehmen. Und dann, ja, nee, es geht einfach nicht. Das verschlingt so viel Zeit, sich überall einzuloggen. Ah, ja, aber ich habe mich jetzt total verquatscht. Tut mir leid. So ist das. Ich habe einfach viel zu erzählen. Konnte die letzten Male nicht wirklich Yooka-Laylee aufnehmen, wo ich mich sonst auslabern kann. Also kriegt ihr es hier ein bisschen ab. Entschuldigt. Entschuldigt. Okay, jetzt ist aber auch wirklich gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bedanke mich auch fürs Zuhören, auch wenn wir längst vom eigentlichen Thema weggekommen sind. Ja, ich werde schauen, wie ich die nächsten Helden dann mir anschauen kann und vorstelle. Und ansonsten, wenn Freundschaftsanfragen reinkommen, werde ich die auf jeden Fall vorziehen und da nochmal auf die Helden eingehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Liebe Grüße, eure Kiyoko.